Gestern Abend gegen 19.30 Uhr ist ein 47-jähriger Mann hier mit einem Bagger, kettengetriebenen Bagger, angefahren und hat im Prinzip diese Verwüstung an diesem leerstehenden Neubaugebäude verursacht. Also der Mann ist wohl nach unserem Kenntnisstand Bauunternehmer, der war an diesem Bau hier, also an diesem Projekt mit beteiligt. Er hat angegeben, dass es zwischen dem Bauträger und zwischen ihm Streitigkeiten gibt oder Unstimmigkeiten gibt über Gelder, die nicht geflossen sind, und aus Frust darüber hat er wohl diese Aktion hier gestartet. Ja, ich bin gestern Abend informiert worden, da war ich noch in meinem Hotelzimmer hier 60 Kilometer entfernt. Und da hat mich eine Mieterin angerufen, der ich hier eine Wohnung gezeigt hatte, die uns Mieterin ist, und hat gesagt, Herr Fangerow, Ihr Bauwerk wird gerade zerstört, hat mir dann Bilder geschickt und so weiter. Ich habe dann mit der Polizei gesprochen, da hieß es, naja, vor Ort müssen Sie jetzt nicht kommen, sind ja Leute da, und habe es dann mir heute früh erstmal in Ruhe angesehen, nachdem ich also wirklich das erstmal setzen lassen musste, weil es war ja so niederziehend, so erschreckend, was da also an Videos dann da war, und natürlich maßlos enttäuscht, logischerweise. Wir haben Mieter, die wollten jetzt hier einziehen. Wir waren mit dem Bauvorhaben fertig. Wir hatten gestern Baubegehung mit der Baubehörde. Also die Bezugsfertigkeit war jetzt kurzfristig gegeben. Und jetzt muss alles neu organisiert werden. Die sehen das Bauvorhaben, wie es jetzt da steht und liegt. Es ist also, ich sage mal, massiv gefährdet, dass hier Balkonplatten runterfallen, Menschen verletzt werden, was wir bisher nicht haben. Und ich bin jetzt eher so in dem Modus, dass ich schaue, dass ich maximale Sicherung erstmal bekomme für das Objekt. Und dann denken wir sozusagen von Stunde zu Stunde immer weiter und hoffen, dass wir sehr schnell wieder den Schaden reparieren können und dann also das Objekt wieder so herstellen, wie ich es gestern Abend 18:30 verlassen habe. Also die Balkone sind nicht zu retten, die werden auch so nicht mehr konstruktiv herstellbar sein, weil sie ja mit dem Baukörper verbunden waren, und diese Verbindung ist jetzt nachhaltig mechanisch zerstört, also das wird auch kaum möglich sein, die wiederherzustellen, aber gibt es Ersatzlösungen durch vorgestellte Balkone, und die werden jetzt also alle abgebrochen, die Balkone, die Sie hier sehen, und dann praktisch neu errichtet. Wir hatten also ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben gestern noch die weiteren Arbeitssteps besprochen, wann jetzt dann wirklich das Bauvorhaben endgültig fertiggestellt ist. Wir haben eine klare Regelung, dass er das Bauvorhaben bis jetzt Mitte August fertigstellt und dann die Schlusszahlung erfolgt durch uns. Er ist, ich kann das ganz offen sagen, für jeden Bauzeiten oder Zahlungsplan eigentlich überzahlt. Wir haben, weil er immer wieder Geld brauchte, ihm insgesamt 93,5% seines Werklohns schon gezahlt. Also wir haben jetzt mal vorsichtig geschätzt auf 500.000 den ganzen Schaden. Näheres muss natürlich durch eine Statik geprüft werden. Also es ist auch durchaus möglich, dass da noch mehr hinten dran hängt. Also vereinfacht gesagt, es ist ein leerstehendes Gebäude. Es kam niemand zu Schaden. Es war auch absehbar, dass niemand zu Schaden kommt. Es ist einfach mal eine Sachbeschädigung. Da gibt es auch einen speziellen Straftatbestand nach dem § 305 Strafgesetzbuch. Das nennt sich Zerstörung von Bauwerken. Da gibt es eine Strafandrohung von der Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe. Der ist nach dieser Geschichte dann in sein Privatauto gestiegen, das er hier stehen hatte, und ist zum Polizeiwagen nach Donaueschingen gefahren.